Jetzt geht es mit Game Inc. los! Und Aufnahme. Hallihallo, Leute! Willkommen zu Gaming. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Jan. Und ich habe auf Steam zwei interessante Spiele gefunden, die auf ein Spiel hinleiten sollen und sozusagen Demos sind für dieses Spiel. Das erste Spiel von zwei, die wir jetzt spielen werden, die es beide auch kostenlos im Steam Store gibt. Das erste nennt sich Pink Hour. Und wenn wir ins Spiel gehen, sehen wir, wir spielen hier dieses pinke Ding, was wahrscheinlich weiblich sein soll. So, und wir sagen mal Start. Und wir haben einen normalen Bürojob. Und wir haben Dokumente verloren. Und diese gilt es jetzt wiederzufinden. Und was haben wir in diesem Spiel? Wir können springen. Would you like... Ne, wir spielen mal ein normales Level. Wir haben drei Leben. Ich spiele das mit dem Xbox One Controller. Und wir können schießen. Zack, zack, zack. Und wir können springen. Und das war's auch schon. Wir müssen nichts kaputt schießen. Wir können aber zack, zack, zack. Man kann so ziemlich alles kaputt schießen, was sich einem in den Weg stellt. Zack, zack, zack. Alles gar kein Problem. Hier ist auch ein Checkpoint. Nimm das. Und wir haben zwei Herzchen. Wenn die weg sind, verlieren wir ein Leben. Zack, das war knapp. Okay, da muss ich aufpassen. Weil die sind auch böse. Wow, shit. La fiche. Oh, schwimmen können wir Gott sei Dank auch. So, der Stachel hat uns nicht erwischt. Und hier unten rechts sehen wir schon Kero Blaster. Nennt sich das. Und das ist genau das Spiel, für was das sozusagen eine Demo ist, wenn man so will. Das habe ich leider noch nicht gespielt, wird aber wahrscheinlich ähnlich sein, nur deutlich mehr Inhalt bieten. So, und jetzt müssen wir von dem Ding hier wegrennen. Ah, shit! Okay, kein Problem. Und ich muss sagen, mir machen diese Spiele echt viel Spaß. Die sind klein, die steuern sich gut. Zack. Und hier ist besagtes Dokument. Important Document. Zack. So, und jetzt heißt es hier ganz schnell ballern. Weil das ist unser Endgegner. Zwar keine Ahnung, was es ist. Aber es ist böse und will uns kaputt machen und uns unsere Dokumente wegnehmen. Und da haben wir ihn besiegt, haben die Dokumente erfolgreich beschützt und können sie nun zurückbringen. Es gibt zwei Enden. Ah, ficken. Es gibt, wie gesagt, zwei Enden. Und ich habe jetzt das Dokument leider kaputt gemacht. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Und da kriegt man dann halt, wie schon im Titel, zwei verschiedene Enden. Da ist Kero und der ist weg. Wir wissen auch gar nicht, wie und was das hier alles soll. Und ich erhoffe mir, ähnlich wie bei Undertale, eine interessante Geschichte. Vielleicht nicht ganz so episch, weil ja nur ein Plattformer ist, aber kann man schon mal machen. So. Also sind wir wieder in unserem Büro. Aber wir haben unsere Dokumente leider kaputt gemacht. Sorry, I lost the document. Aber scheinbar sind die Dokumente doch angekommen. Interessant.
Naja. Auf jeden Fall sind die Dokumente doch da. Und die Präsidentin hat ihre Dokumente, wobei ich nicht glaube, dass es wirklich Präsidentin ist. Gut. Und das war es eigentlich auch schon, so ziemlich von Pink Hour. Und wir gucken uns jetzt gleich mal das nächste Spiel an. So, und da sind wir wieder. Von Pink Hour geht es jetzt nämlich weiter zu Pink Heaven. Wir spielen wieder unsere Office Lady hier. Und oh, was ist das? Let's recap the story from the last time. Das bin ich. Amazing world, young lady. You are very brilliant out of there. Blah blah blah. Capable you are. Sure revealed to the other side. Ich sehe schon eine Verschwörungsgeschichte. Well, that takes care of that. Okay. Teleportiere mich einfach mal in die Wolken. Huh? Where am I? Na, das würde ich aber auch gern wissen. Oh. Da ist ein Männchen, weil er blau ist. Blauer Shopkeeper, natürlich. Should I speak to him? Ja, 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 ja. Oh nein! Aliens! Der wird sich da drin erstmal übergeben. Somebody help! Ich sing lieber nicht. So, jetzt würde ich aber gern euch das Spiel zeigen. Das ändert sich jetzt vom Gameplay leider nicht. Also, ne, wir haben wieder drei Leben. Wir können wieder springen und return to game. Und schießen. Zack. Also Business as usual. So, aber wir haben ein bisschen schwierigeres Plattforming. Naja, minimal. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, das war heftig. Übrigens kommt dieses Spiel von Pixel Studio, die auch unter anderem Cave Story gemacht haben, welches ebenfalls auf Steam zu haben ist. Uiuiui. Habe ich mir selber noch nicht angeschaut, aber ich meine schon sehr viel Positives davon gehört zu haben. Und wenn es ähnlich ist von der Qualität wie diese Spiele, die zwar sehr einfach sind, muss man ja sagen, aber dennoch gameplay-technisch sehr gut funktionieren. So ein bisschen was von Mega Man auch. Zwar bei weitem nicht so komplex und schwierig, aber dennoch cool. Huh? Wer ist er denn? Den haben wir doch gerade schon gesehen. Hey Mister, what are you playing at? Bring me up all here for sudden. Tja, das ist eine gute Frage. Was wir am meisten brauchen ist, Stärke. Oder Gentleness. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie man das ordentlich übersetzen soll. Not both? Okay, wir können uns jetzt eins aussuchen. Gehen wir mit Gentleness. Das heißt, vielleicht ein Level-System. Ach ja, genau. Gentleness ist Elegantheit natürlich. Und wir können entweder stärker schießen oder wir haben jetzt diesen Schirm, mit dem wir gleiten können. So viel sei verraten. Stage 2. Ja, jetzt können wir hier einfach gedrückt halten und gleiten über alles drüber. Nein, das will ich doch gar nicht. Geht ihr bis auf den Boden? Ja. Okay. Nein! Oh, Bummer. Alter. Sowas verkack.
schon echt lächerlich. Da war ich ein bisschen zu zaghaft. Oh je. Dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorausplanen. So, an der da. Ah, ficken. Ich meine, schade. Aber das ist doch bestimmt Leben. Also lohnt es sich zu holen. Yes, ein Leben. Zack, 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 zack. Ballern uns da durch. Uiuiui. Okay, das kommt in Intervallen. Muss ich mir merken. Eins, zwei, aber in welchen Intervallen weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wahrscheinlich. Verdammt! Ach, haben wir nichts gewonnen. Es kommt also immer in zwei Intervallen. So viel sei verraten. Ah. Kiste zu springen. Und wir können die Sachen kaputt machen. So, zwei. Verdammt! Okay. Ja, mal gucken. Schnell den hinterher. Und hüpf. Ah, Gott sei Dank. Ja, es wird schon schwieriger, wie man sieht. Es wird schon schwieriger. Hüpf. Oh Mann. Hüpf. Wieso? Wieso funktioniert das nicht? Also, warum nicht gleich so, ne? Okay. Oh nein. Ja, aber, hä? Achso, man kann auch nach oben ballern. Kannst du mal aufhören, Scheiße zu spielen? Danke. Ach komm schon. Oh, ein UFO. Kämpfe ich jetzt gegen dieses UFO? Die sprechen eine komische Sprache. Jetzt aber. Nein, talking doesn't seem too much. Okay. Endgegner. Bin gespannt, was er tut. Uiuiui. Jetzt aber Leute. Ah, ich kann ja nach oben ballern. Ich vergesse es dauernd. Okay, nice. Ah, das war dumm. Aber ein Leben haben wir ja noch. Kein Problem. Kein Problem, wir haben ja noch ein Leben. Und wir wissen, dass wir nach oben ballern können. Ah, das läuft doch. Uiuiui. Uiuiui. So, kaputt. Zerstört haben wir ihn. Jetzt müssen wir noch da den Shopkeeper rausholen. Ich da jedes Mal drauf drücke. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht ist er ja dahinter. Da liegt er doch. Shopkeeper, bist du in Ordnung? Ah. Okay.
Er ist scheinbar nicht sichtbar verletzt. Und der Himmel macht komische Faxen. Was ist da los? Oh, schneit es Blumen? Es schneit Blumen. Es schneit Blumen! Beautiful. Oh. Er sieht es nicht ganz so. Hey, I know you. Aren't you the girl? Fancy meeting here. And I have an umbrella. Okay. Was kommt jetzt? Die Scheiße schon wieder. Made a move. Man das so sagt, ich weiß es nicht. Füb. Ja, ja. Gott sei Dank haben wir diesen Umbrella. Ohne diesen wäre es nämlich ganz schön schlecht um uns geschehen. Was geht jetzt ab? Es war alles nur ein wilder Traum. It was just a dream. Typical. I'm going to be late. Auf zur Arbeit. Was sind das denn für Gestalten? Langsam, there you go. Thank you. Sorry, miss. You forgot your change. Oh, sorry. And I think this is yours. What? This here you lent it to me. Unser Regenschirm. Ein Gelber? Es war wohl doch nicht nur ein Traum. That was, I mean... Okay, aber es wird Zeit zu gehen. Pink Heaven. Tja. Ich werde jetzt auch meinen Zug nehmen. Und mich von euch verabschieden. Das war's von Gaming Spielt. Pink Hour und Pink Heaven gibt es. Von Pixel Studio kommt das Spiel. Und gibt es auf Steam. Und sind so zwei kleine Demospielchen, die auf Kero Blaster teasen sollen. Und wenn sich das genauso spaßig steuert, kann ich nur sagen, Daumen nach oben. Und für einen Zehner ist es auf jeden Fall eine Investition wert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage, bis auf dann. Immer schön abonnieren und jetzt abschalten.